Ja, hi und hallo. Ein weiteres Mal bei Potternanda zu einem erneuten React-Video zum Ruhrtalradweg von Meschede über Fröndenberg nach Menden. Und es soll auch gleich schon losgehen. So, die Ansicht haben wir nochmal gewechselt. Und ich will euch hier schon gar nicht lange auf die Folter spannen. Nee, Moment, da oben bin ich schon wieder. Und wir sind an einem Gasthof angekommen beim letzten Mal und haben ein, naja, sag ich mal, sehr zweckmäßiges Zimmer bekommen, in Anspruch genommen, wo wir dann alle mit drei Mann gastiert haben. Das Badezimmer war in Ordnung, das Essen war okay, der Preis war stolz, aber wie alles entlang des Ruhrtalradwegs ist das touristisch sehr ausgeschlachtet. So habe ich euch auch gar nicht die Anekdote erzählt, dass wir in Winterberg oder als wir in Winterberg angekommen sind, ja, mussten wir erstmal zur Ruhrquelle. Das haben wir auch gemacht. Die haben wir auch gefunden. Und dann mussten wir erst einmal die Unterkunft finden. Ja, irgendwie waren wir ganz am anderen Ende eines einer Kuppel oder wie auch immer. Ja, jedenfalls mussten wir entweder drum rumfahren oder mittendurch. Was haben wir gemacht? Ja, natürlich, wir sind mittendurch. Das war kein Radweg mehr, das war nur noch Wald. Einmal über den Berg, andere Seite wieder runter. Und so haben wir dann geklingelt. An der Unterkunft, da kam ein freundlicher Niederländer, die da sehr weit verbreitet sind in Winterberg, wie jeder weiß, und sagte, ich glaube, der kannte uns gar nicht, wusste auch gar nicht, dass wir kommen. Wir haben alles selber gebucht bei einem, ja, so ein Portal, ne? Hat auch alles seine Richtigkeit gehabt und hat gesagt, das ist irgendwie geschlossen worden. Und hat uns freundlicherweise an einem Gasthof seines Vertrauens ein paar Meter weiter verwiesen und ja, da sind wir auch nass geschwitzt angekommen. Was war da? Stromausfall im gesamten Gebiet, weil irgendwie, keine Ahnung, wo ein Schaden war. Und so haben wir erstmal schwitzend, stinkend, dreckig in diesem Zimmer verbracht, waren auch dementsprechend angesäuert. Wenigstens hatten wir eine Fahrradgarage gehabt und ein, zwei Anrufe später da bei dem Wasserwerk oder wo auch immer auch, ja, hat man uns auch Auskunft erteilt, das war auch alles dann sehr ermunternd und ein paar Stunden später floss dann auch Wasser sehr zu unserer Freude. Aber das sind so die kleinen Erfahrungen, die man macht auf einer Radreise und seid gespannt, wie es weitergeht. Auf geht's! Ja, morgen zusammen. Ich hoffe, ihr Moin. habt genauso gut geschlafen wie wir. Wir sind frisch gestärkt. Das allmorgendliche Ritual beginnt. Einschmieren, Tasche packen etc. Heute soll wie immer, wie jeden Tag, der allerheißeste Tag des Jahres werden. Und wir starten auf Ja. unsere zweite Etappe. Und zwar von, Moment, wo sind wir hier? Meschede Meschede. über Fröndenberg und dann geht es runter nach Menden. Meschede, Fröndenberg, Fröndenberg, Menden. So, ich bringe halt Menden. immer durcheinander. Was sehen wir hier gerade wieder? Hochkant, ne? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da gemacht, ey? Ich habe da eine GoPro in der Hand gehabt, ich habe doch nicht mit dem Handy gefilmt. Naja, wahrscheinlich war das auch die ganze Hitze. Durcheinander. Mit vielen Pausen und ganz gemütliches Radeln, denke ich, werden wir das schon schaffen. Ne? Uns hetzt ja nichts. Wir machen hier eine Radreise. Radwandern, ne? Vielleicht schieben wir auch mal wieder. Also, bis dahin. Ciao. Ich kann euch was sagen. Ich hatte gerade einen unbändigen Drang, nicht nur einen Wunsch, sondern einen Drang, nach links abzubiegen. Weiß schon, was kommt jetzt. Warte ab. Und hier reiche ich einmal einen Verbesserungsvorschlag rein, den Ruhrtalradweg umzulenken. Achtung, kurze Werbeeinblendung. Oh Gott, nee. Denn da war die Veltins-Brauerei. Oh, ich habe es gesagt. Werbung hin Prost. oder her, es dreht sich um Bier. Ja. Ich finde, das ist auch ein Stück vom Ruhrgebiet. Ja, gut. Ja, natürlich. Das ist erstens Kultur, zweitens hatten wir da 38 Grad und wir sind schon voll unterwegs gewesen. So, da darf man schon mal an Bier denken, ne? Also alkoholfrei hätte auch gereicht. Stattdessen haben wir diesen wunderschönen Ausblick. Ich sag mal so, mit Bier wäre noch schöner. Freunde, ich sag Ja. euch was. Entweder 35 Kilometer an der Ruhr entlang
im Staub und in der Hitze. Oder 35 Kilometer berghoch. Jetzt mussten wir uns nach dem jüngsten Teilnehmer unserer Tour widmen. Richten. Ja, das war nicht ich. Den Erik, ne? Ja, der war zu dem Zeitpunkt. Kürzen wir ab. 15 Kilometer schaffen wir. 45 Minuten sind wir da. Boah, 10 Jahre alt, ne? Lass mal gut sein jetzt. Dafür hat man nochmal ein wunderschönes Panorama. Boah, da waren wir auch angefressen, muss ich kurz erzählen, ey. Also das war so super heiß, dass wir das gar nicht mehr ausgehalten haben, an der Ruhr entlang zu fahren. Das war staubig, das war dreckig, die Sonne, die ballerte volle Pulle auf die Birne. Und ja, das ging schon echt tüchtig auf den Kreislauf, ne? Wirklich, trotzdem wir echt super viel getrunken haben und auch Pause in der Schutzhütte gemacht haben, wo wir uns auch echt auf die hingelegt haben, Beine hoch. Ja, und dann haben wir uns eigentlich dazu entschlossen, oder ich mich, nachdem wir kurz auf die Karte geguckt haben, jetzt nicht irgendwie da den Schlenker über Fröndenberg zu machen, an der Ruhr entlang, sondern wieder mal über diese Kuppel zu fahren. Das sollte uns aber zum Verhängnis werden. Die Telefone haben auch den Betrieb eingestellt. Das war so, ja echt, ey, das war so irre heiß gewesen. Ja, na klar, und auch in der Lenkertasche, Handys drin mit Powerbank, ne, auch zum Navigieren, mit Komoot und so weiter und so fort. Ja, ausgegangen, ne? Knalle heiß geworden, Feierabend, ging nichts mehr. Ist ein sicheres Zeichen, dass wir langsam zur Ruhe kommen für heute. Ja, wo da sitze ich nun? Nach 50 Kilometer circa heute die Etappe. Ja, und ich kann auch reden. Ich wollte nämlich eigentlich nicht mehr. Trotzdem haben wir unser Ziel gefunden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ne? Navi war ja auch quasi fast nicht mehr vorhanden. Und Gas hatten wir auch nicht mehr. Also die Beine waren prall. Ich bin breit. Eigentlich wollte ich nichts mehr sagen. Nur noch Cut und Klappe und Schluss und Feierabend. Boah, da waren wir auch richtig immer, ich bin so bedient, ey. Breit und sauer jetzt. Die Oberschenkel sind hart. Aber ja, das hat man davon, wenn man nicht die 35 Kilometer fährt, sondern nimmt lieber die 15. Stattdessen hat man dann 7,5 Kilometer Steigung. Also irgendwie werde ich das Gefühl nicht los. Das ist eine Radreise, ne? Also familientauglich, familienfreundlich. Also ich fand die äußerst sportlich, ne? Muss ich sagen. Auch mit Gepäck, das Rad hat ein Wahnsinnsgewicht gehabt. Und das ist nicht mal so einfach eine Spazierfahrt. Nee, nee, also da war richtig Keulen am Start. Ohne ihn, ne? Wir sind ja wirklich im Bergischen. Ne? Ja, Sauerland. Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in Menden angekommen und haben ein wunderschönes Quartier bezogen. Mit Klimaanlage. Ja, Klima! Schwitzt immer noch ab vom Quartier. Ja, das war meine Rettung da. Erstmal trocknen. Duschen, trinken, nochmal duschen und 19.30 Uhr WDR-Lokalzeit gucken. Ne? Muss ich sagen, ne? Da haben wir nämlich vorher einen Termin gehabt mit dem Team der WDR-Lokalzeit Dortmund. Schöne Grüße auch an dieser Stelle. Und haben einen kleinen 5-Minuten-Beitrag gedreht über den Ruhrtal-Radweg. Ja, da waren wir dann die Ruhrtal-Radler. Und zwar, ja, der Papa war wieder mit dabei, ich war dabei und ich habe einen Arbeitskollegen mitgenommen, mit Freundin. Und so sind wir dann ja, von Zeche Nachtigall bis zur Henrichshütte. Oh, das ist ein wahnsinns toller Beitrag entstanden. Mein erster Kontakt mit dem WDR, das war total geil, super Erfahrung und hat bis heute auch noch Bestand. Ich freue mich. Ne, fertig für heute. Vielleicht gucken wir uns noch ein bisschen hier das Sträßchen an. Ja, war nämlich richtig. Aber ich glaube... Party da, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Trotzdem schön, aber ich würde sagen, Hashtag mehr Generation Genussradelrad Tortur der Leiden. Punkt. Ja, das war's auch schon wieder. Kurz, knapp, knackig. Wahnsinn. Muss ich einmal umschalten. So, also, ja, das war, also die Etappe, die hat es echt super in sich gehabt. Und ja, wir haben mit der Unterkunft wirklich Glück gehabt. Ne? Das war auch ein, ich glaube, ein griechisches Restaurant, Gasthof mit Zimmer oben drüber. Wirklich, ey, da waren wir wirklich willkommen. Und
haben uns super aufgenommen gefühlt. Das war alles unkompliziert. Das war jeden Cent, jeden Euro wert. Das hat richtig Bock gemacht und hat sowas, ja, hat dann die Übernachtung der letzten beiden Tage da wieder vergessen gemacht. Also, ja, was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Etappe, denn je weiter wir voranschreiten auf der Route, umso schöner wird es. Nämlich ab Fröndenberg, da lässt man so allmählich das Sauerland hinter sich und kommt so ins typische Ruhrtal runter. Und ich will da gar nichts vorwegnehmen. Ab jetzt wird es nur noch malerischer, die Temperaturen bleiben. Ja, wir haben weiterhin Bock und wir geben nicht auf. Bleibt dran. Seid auch weiterhin gespannt und wie immer, vergesst das Rausgehen nicht und geht auch mal wieder mit dem Fahrrad raus. Bis dahin, euer Schrömi von Pottananda. Bye bye.